Der Hypermerch. Verfügbar ab 18.07. um 14 Uhr auf dermerch.de. Streng limitiert auf 3000 Stück. Gebe gerne Creator Code Lukas im Shop ein. Im Juli werde ich jeden Tag 25 Euro iTunes oder Google Play an einen Gewinner verlosen. Einfach einen Kauf mit Gems eben aufnehmen und in die Instagram Story packen, um teilzunehmen. Dort wird auch immer der Gewinner bekannt gegeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, wir werden heute die 15 Siege Challenge eben versuchen. Alter, das wird auf jeden Fall krass. Wir sind hier auf jeden Fall mit Benji und Bob am Start. Die beiden sind auf jeden Fall auch schon ziemlich gehypt, Freunde. Und es sind natürlich auch beide ziemlich gute Spieler, ne? Das heißt, wir werden es auf jeden Fall wirklich versuchen, das Ganze hier zu schaffen. Und ich denke, wir kriegen es hin, Leute. Guckt euch einfach mal diese Star-Punkte-Belohnungen bei diesen einzelnen Siegen an. Alter, ist das schmackhaft. Wir müssen es deswegen wirklich schaffen, Leute. Als erste Kombi haben wir uns ausgesucht. Poco, ja, die Boxerin und eben Ems, Freunde. Ich würde sagen, wir starten einfach mal los, Freunde. Let's go. Das heutige Video entsteht übrigens in Zusammenarbeit mit Discord. Auf meinem Discord sind mittlerweile fast 40.000 Mitglieder und ihr könnt alle kostenlos joinen. Was könnt ihr dort auf dem Discord-Server machen? Ihr könnt nicht nur in Streams live mit dabei sein, beispielsweise bei Minispielen. Im 48-Stunden-Stream zum Beispiel konntet ihr mehrere Stunden lang mit mir im Call sein. Dann könnt ihr bei Aufnahmen auch teilweise teilnehmen. Oft mache ich Formate auf dem Discord-Server mit euch zusammen. Bald wird es auch wieder ein fettes Turnier geben, wo ihr mitspielen könnt in diesem Monat. Das heißt, seid auf jeden Fall auf Discord, um nichts zu verpassen, Leute. Erster Link in der Videobeschreibung. Ich hoffe mal, dass das Ganze klappt, aber die ersten paar Games sollten nicht allzu schwierig sein. Mal schauen auf jeden Fall. Gehen wir hier erstmal so ein bisschen in die Mitte rein. Und ja, man sieht so direkt, die ersten Gegner sind auf jeden Fall nicht die allerbesten. So alleine, wie die so reingelaufen sind schon, hat man schon gesehen. Ja, dass das Ganze auf jeden Fall ziemlich easy ist. Okay, wir sollten auf jeden Fall den Poco, sag ich mal, die Gems holen lassen, ne? Und ja, man sieht schon, Döner Mike haben die genommen und so, Leute. Das ist auf jeden Fall nicht so stark. ja, deswegen sollte das erste Game auf jeden Fall relativ entspannt sein. Aber ich muss schon mal sagen, Leute, alleine diese Belohnungen, Junge, die sind so krass geworden. Also, ich muss echt sagen, also für mich persönlich, weil ich will ja den nächsten Goldskin auf jeden Fall mir holen, also den nächsten Goldmecker Bo eben. Ich habe Goldmecker Crow mir ja vor kurzem schon geholt, Leute, ihr wisst das, ne? Und natürlich muss Goldmecker Bo auf jeden Fall auch noch her. Das ist auf jeden Fall mega nice. Und Alter, dieses Game ist ja mal maximal easy gerade. Richtig, richtig nice. Okay, es ist natürlich auch das erste Game, ne? Das muss man sagen. Also hier sind halt nur Spieler, die sogar theoretisch direkt beim ersten Game ja, verlieren könnten, das Ganze. Weil, ja, also so krass gute Gegner können es halt hier noch gar nicht sein. Außer man hat mega Pech, ne? Das kann auch passieren. Aber okay, let's go, Leute. Der erste Win ist am Start. Richtig, richtig nice. Und ich würde sagen, Leute, weiter geht's. Wir kriegen schon mal 300 Star-Punkte für den ersten Sieg. Mega, mega nice, Leute. Und zwar kommt eben am 18.07. um 14 Uhr endlich das der Merch-Hyper-Paket raus, Freunde. Wir sind auf jeden Fall mega gehypt. Kevin und ich, das ist unser bester Merch bisher, muss ich wirklich sagen. Es ist auf 3000 Boxen limitiert. Das erste Mal bringen wir auch so eine Box raus. Das ist zum Aufschieben richtig nice gemacht, Leute. Wir haben drin einen eigenen Danita Mini-Plüschbär. Das ist richtig, richtig nice gemacht, Freunde. Dann haben wir eine handsignierte Autogrammkarte am Start, Leute. Wir haben einen Schlüsselanhänger aus Metall. Den haben wir auch extra anfertigen lassen. Der ist richtig, richtig hochwertig. Hat sogar eingravierte Unterschriften. Ist auf jeden Fall mega, mega nice gemacht. Dann haben wir noch dreimal den Hyperbär-Sticker am Start. Da wird es durch den Greenscreen so ein bisschen ausgekeyt. Dann haben wir noch das Shirt in allen Größen und Farben verfügbar, wie ihr es eben haben wollt, Leute. Let's go. Wir kommen zu Phase 2. Kopfgeldjagd, Schlangenprärie. Und oh mein Gott, das wird kritisch, Junge. Das wird kritisch. Diese Map vor allem auch. Mit den ganzen Büschen. Also da ist auf jeden Fall ein Bo-Pflicht, würde ich echt sagen. So, Freunde, wir haben uns für folgende Kombi entschieden. Genie, Bo und Tara. Auf jeden Fall wird das, glaube ich, extrem gut sein. Tara natürlich auch mit dem Gadget, ne? Für die ganze Sicht ziemlich praktisch. Und Bo ist sowieso Pflicht, würde ich echt sagen. Also ein Bo mit der Sicht sollte immer dabei sein bei dieser Map, ist meine Meinung. Und wir werden einfach mal schauen, wie es funktioniert. So, das ist natürlich komplett OP, ne? Mit Tara, sage ich mal, dieser Start hier. Klar, das geht nur dreimal, aber mit diesen drei Malen kann man sich hoffentlich so eine Dominanz, sage ich mal, aufbauen, mehr oder weniger. Und let's go. Okay, war auf jeden Fall knapp. Oh nein, das extra Leben.
das extra Leben, aber passt auf jeden Fall, ja. So, entspannt, dann werde ich nochmal meine Minen placen. Okay, man sieht so, die Gegner sind jetzt auch einfach noch nicht so ultra krass. Ja, die Shelly ist komplett in die Minen reingelaufen, sage ich jetzt mal, ne. Sieht man jetzt, dass die noch nicht ultra gut sind. Aber, oh ja, müssen wir aufpassen hier, war schon knapp, let's go. Aber, nice, rangezogen nochmal, perfekt, let's go. LOL, Elbit hat sich teleportiert, nicht schlecht. Dann werden wir nochmal die Minen reinwerfen. So, und jetzt aufpassen natürlich, dass wir jetzt nicht so in diesen Schadensumkreis reinlaufen, so. Aber, ja, ich denke, Leute, das Game sollte auch gegessen sein. Es steht 18 zu 1. Das Einzige, was die bekommen haben, ist diesen Stern, glaube ich, am Anfang. Let's go. 38 zu 11. Kann man auf jeden Fall mit leben, würde ich sagen, Freunde. Ja, let's go. 38 zu 11. Easy Game, Freunde. Weiter geht's. Let's go. Und jetzt sehen wir einfach mal, dass wir jetzt bei Phase 3 angekommen sind. Schon ohne Niederlage bisher. Auf jeden Fall muss es so weitergehen. Fabriksturm, Belagerung. Mal schauen, welche Kombi wir uns hier aussuchen. So, Freunde, wir haben uns für Gale, Penny und Pam entschieden. Und ja, mal schauen, wie das auf jeden Fall funktionieren wird. Sie haben einfach mal einen Sprout ausgewählt. Interessant auf jeden Fall. Jumpen wir mal direkt in die Mitte. Damit haben wir schon mal mit ein bisschen Luck die Kontrolle. Okay, das wird schwierig gegen die Kneipenschlägerin, sage ich jetzt einfach mal, ehrlich gesagt. Oh mein Gott, okay. Aber nice, wir haben sie geholt. Okay, das wird ein bisschen schwierig, dass ich gegen die hier quasi die Kontrolle behalte. Aber wir werden sehen. Ich glaube, wir werden sehen. So. Okay. Okay, die schiebe ich jetzt einfach mal hier rein. Ja, nice, Digga. Und jetzt haben wir schon mal den ersten Bot hier am Start. Let's go. So, die nochmal Penny ein bisschen bearbeiten, Freunde. Ah, let's go. Vielleicht können wir hier sogar reinlaufen und dann nochmal ein bisschen extra Damage verursachen. Aber wie gesagt, ne, sollte man auf jeden Fall lieber auf Nummer sicher bleiben und die Kontrolle behalten. Das heißt immer auf Safe spielen. Alter Junge, wie easy ist das denn bitte? Richtig nice, Alter. Okay, das könnte vielleicht der Win sein, also mit dieser Belagerung. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen, wir werden sehen. Oh, 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 oh. Okay. Oh, okay, nice. Nicht so nice. Da bin ich gerade draufgegangen, Leute. Muss auf jeden Fall darauf achten, dass das nicht mehr passiert. Aber okay, wir haben trotzdem einen guten Job hier gemacht, würde ich mal behaupten. Oh, das Geschütz regelt. LOL, was? Das Geschütz hat einfach scheinbar geregelt. Auf entspannt, Freunde. Let's go. Sieg Nummer 9. 600 Starpunkte ohne eine Niederlage bisher. Extrem, extrem nice. So, wir sehen schon, hier kommen die Starpunkte drauf. Und Leute, es geht weiter in Phase 4 jetzt. Einfach mal mit Tresorraub heißes Eisen. Die Map kenne ich auf jeden Fall auch schon ganz gut. Brock, Rico und Barley. Ja, können wir mal versuchen, würde ich sagen. Freunde, ich bin gerade erst aufgestanden auch. So, das heißt, wir gehen auf jeden Fall mal direkt hier Risiko und gehen einfach mal durch. Denn der Rico, ja, muss natürlich erstmal mich hitten gescheit, ne? Das ist so seine kleine Schwäche auch schon so ein bisschen. Ja, und da können wir schon mal richtig gut Schaden machen auf jeden Fall. Wir haben dann Daryl auf jeden Fall. Ah, okay. Auch nicht schlecht wahrscheinlich, die Idee. Okay. Ja, da sind wir jetzt drauf gegangen, glaube ich. Aber wir haben schon mal 50% geholt. Wir müssen aufpassen, dass die jetzt halt nicht so einen krassen Angriff machen oder so. Ja, wie eben hier mit Daryl, oder? Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott, das war überhaupt nicht gut, Bruder. Mann, Alter. Okay, jetzt müssen wir echt gucken, Leute. Jetzt müssen wir echt gucken. Auf Nummer sicher halt hier sogar spielen. Oh, oh, oh. Let's go. Ja, okay, aber doch. Das sollten wir, glaube ich, haben. Nein, ich wollte gerade jumpen. Egal, Leute, wir haben den Win geholt. Let's go. War ein bisschen knapper als ein paar andere Games bisher. Trotzdem relativ entspannt. Sieg Nummer 12, 800 Starpunkte. Ultra OP einfach, Leute, diese Belohnungen hier. Und damit sind wir tatsächlich einfach schon bei der letzten Phase. Phase 5 Brawl Ball. Wir haben noch alle Niederlagen offen. Wir haben jedes Game gewonnen bisher. Das ist extrem nice. So, Freunde, folgende Kombi haben wir jetzt ausgewählt. Eben Jackie, Frank, Poco. Das heißt im Prinzip Poco Double Tank. Relativ easy. Sieg Nummer 14, 300 Starpunkte. Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall richtig nice. Leute, wir haben noch 0 Niederlagen. Wir kommen zum allerletzten Game in der Championship-Herausforderung. Sieg Nummer 15 wäre das dann auf jeden Fall.
Die Gegner spielen auch Poco Double Tank, interessanterweise. Das heißt, das wird auf jeden Fall nicht ganz so einfach wahrscheinlich. Oh mein Gott, okay. Ja, nee, ich kann nichts machen gegen den Frank. Ich kann nichts machen gegen den Frank, Leute. Miese Sache, oh mein Gott, Digga. Jetzt, ich wäre auf jeden Fall getriggert, wenn wir jetzt nicht 15:0 beenden, ehrlich gesagt. Nee, ich kann, wie gesagt, alleine nichts gegen den Frank machen. Ich kann auch nichts gegen die Boxerin machen. Oh mein Gott, was ist da denn passiert, Mann? Das ist ja mal ultra mies, Junge. Wie mich das jetzt nervt, Alter. Und was soll ich denn machen, Digga? Ich bin nur ein Poco, Bro. Oh nein, Junge, WTF. Wie unlucky war das denn, Junge? Oh Mann. Ich dachte, wir schaffen 15:0. Aber okay. So ist das halt manchmal, ne? Oh mein Gott. Aber auch mies. Ja. 1:0 für die Gegner. 1:0 für die Gegner. Ich bin halt hier ein bisschen, wenn ich komplett alleine gelassen werde hier, das ist halt echt auch mies. Ich sag's euch, wie es ist. Also ich kann als Poco jetzt auch nicht so viel machen. Ich brauche hier so meine beiden Mates auch ein bisschen hier hinten. Na klar, ja, die haben es ja eh wahrscheinlich gesehen, aber ja, 1:1 auf jeden Fall, Freunde, let's go. Okay, nein, sie haben nochmal gewonnen. Oh mein Gott, Digga. Wir sind im letzten Game, Bruder. Wir müssen das jetzt gewinnen, Mann. Freunde, das ist auf jeden Fall ein Drama. Wir haben jetzt nochmal unsere Kombi gewechselt. Ich habe jetzt Shindy, Benji, Frank und nochmal einen Spike haben wir. Liegt einfach daran, ja, wir können es halt nicht riskieren, Leute. Und ich bin jetzt schon wieder alleine vorm Tor. Oh mein Gott, wie knapp war das, Digga. Wir dürfen jetzt... Oh mein Gott, nein. Mann, ich raste aus, Junge. Wir können jetzt nicht vor der 15... Bei dem 15. Sieg, Junge. Können wir doch nicht alle verlieren jetzt. Mann, was ist das? Junge. Ey, ich habe noch nie so ein Pech bisher gehabt. Ich sag's euch. Also, mal gucken. Ne? Ich hoffe, dass wir das noch holen. Oh mein Gott. Was? Junge, 3 Niederlagen. Bei dem 15. Sieg, Junge. Freunde, ich weiß nicht, wie das jetzt passieren konnte. Ich bin kurz vorm Ausrasten. Wir müssen jetzt alles geben. Wir müssen jetzt einfach nur alles geben. Ich weiß nicht, was passiert ist, Digga. Ich weiß einfach nicht. Oh mein Gott. Junge, dieses Gadget auch von Ems ist echt schlecht geworden, Mann. Okay, Leute, ich werde mich einfach konzentrieren jetzt. Okay. Ey, junger Mann. Freunde, ey, was ist das denn? Was ist das denn? Let's go. Ja! 1:0. Okay. Nein! Oh mein Gott. Mal gucken, ob sie es vielleicht sogar haben. Ich hoffe, Junge. Es steht 1:0, Bruder. Ja! Let's go, Mann. Oh mein Gott. Ich bin so am Strike. Ich bin so am Schwitzen gerade. Sieg Nummer 15. Let's go. Oh mein Gott. Oh Junge, ey. Ich pack es echt nicht mehr. Über GG auf jeden Fall. Junge, wie knapp war das denn bitte nochmal am Ende? Junge, 14 Siege und keine Niederlage. Dann 3 Niederlagen in Folge. Aber wir haben es geschafft. Let's go. Herausforderung abgeschlossen, Digga. Alter, war das auf jeden Fall ein Struggle. Ich sag's euch. Oh mein Gott, jetzt können wir auf jeden Fall mal in den Posteingang gehen und System Online Qualifier freigeschaltet, Leute. Richtig nice, auf jeden Fall.
Ihr wisst es, ne? Anzeigen. Let's go, auf jeden Fall. Das Konfetti fliegt hier rum, Leute. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Lasst nochmal unbedingt ein Like da. Schreibt, wie weit seid ihr gekommen. Das war's dann für heute mit dem Video. Und ciao, ciao.